Jetzt habe ich gleich eine Besichtigung, und zwar habe ich einen Kaufinteressent für eine Wohnung, welche ich verkaufen möchte, ja. Und da ist jetzt gleich der zweite Termin. Also der erste Termin war schon, der Käufer hat grundsätzlich Interesse, also wir haben gerade schon überlegt, ob wir sagen Kaufinteressent oder Käufer. Ich sage jetzt mal Käufer, weil ich bin optimistisch, dass es klappt. Und ich sage euch dann am Ende oder demnächst schon zu einem Sammelvideo mal so den ganzen Feedback, so wo wir besichtigt haben, ob es geklappt hat oder nicht, wo wir verkaufen wollten, ob es geklappt hat oder nicht und so weiter. Dass ich da auch die Feedbacks dann habe für euch gesammelt mal, wie es so lief alles. Weil jetzt weiß ich jetzt noch nicht, ob es klappt oder nicht. Ich hoffe, wir geben guter Dinge natürlich, aber sehen wir dann. Und das ist die Zweitbesichtigung, Finanzierung hat er gecheckt. Renovierungskosten sind ihm bewusst, weil die Wohnung ist halt... ist okay vom Zustand, man muss ein bisschen was machen vielleicht. Es hat um die 65 Quadratmeter Stuttgart Zentrum. Kein Parkplatz. Das ist ein Haken. Was noch ein Haken? Elektrik ist okay, aber nicht perfekt. Also das ist eine Altbauwohnung mit hohen Decken. Und die haben wir gekauft schon von einer Weile, schon echt lang her. Und jetzt kam durch Zufall, ich wollte die eigentlich vermieten, jetzt kam durch Zufall ein Kaufinteressent auf mich zu. Und wir sind halt ins Gespräch gekommen und... ja, denken, das klappt jetzt auch, dass man das verkauft, weil jetzt, wo wir ein paar andere Objekte noch gekauft haben, bietet sich eigentlich an, dieses jetzt abzustoßen. Auch das eine Mehrfamilienhaus, was wir jetzt im Bestand haben, da würde ich jetzt vielleicht mal wieder was verkaufen dann, weil ich finde es irgendwie cooler, die Objekte zentral gesammelt zu haben, anstatt so verstreut. Verstreut hat den Vorteil, man muss sich um nichts kümmern, weil die Hausverwaltung kümmert sich ums Generalobjekt, ums Haus und so weiter. Gesammelt auf einem Fleck, also in einem Mehrfamilienhaus, hat den Vorteil, du hast halt eine bessere Kostenstruktur, weil du kümmerst dich selber um den Hausmeister und so weiter. Kannst ein bisschen kostengünstiger alles machen. Du kannst halt voll auch entscheiden, wird die Fassade gestrichen, ja, nein. Werden die Fenster gemacht, ja, nein. Was wird gemacht, was nicht und so weiter und so fort. Das kann man halt dann selber managen. Das ist halt so. Und ich kann euch leider nicht zeigen aus Diskretionsgründen, welche das ist so. Aber wir gehen gleich rein mit dem Kaufinteressenten, mit dem Käufer. Schauen uns die Wohnung an, closen den Notartermin und verkaufen das dann richtig gut, wenn es gut läuft, ja. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und gleich sehen wir mehr. Bis gleich. So, die Besichtigung ist rum. Wir fahren jetzt zum nächsten Termin schon wieder. Und ja, war auf jeden Fall... war ein guter Besichtigungstermin, ja, war schon gut so. Ich kann den Käufer nicht so ganz einschätzen noch nicht und es wird sich halt zeigen. Er meldet sich am Montag, ob er kauft oder ob er nicht kauft. Er ist auf jeden Fall positiv dem Ganzen gegenüber gestimmt gewesen. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Spülmaschine nicht geht und dass die Waschmaschine im Bad stehen muss. Die zwei Sachen haben dir nicht so ganz gefallen so, aber gut, ist halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Also ich könnte die Spülmaschine jetzt tauschen, aber das habe ich ihm halt gesagt, dass es kaputt ist, muss er selber machen. Und die Waschmaschine halt im Bad, mein Gott, also wenn es vermietet wird, ist es halt einfach so. Ja, dafür ist halt eine gute Lage in Stuttgart. Da gibt es halt auch nicht unendlich Wohnungen zur Auswahl, sodass man da halt ein bisschen Kompromisse auch mal manchmal machen muss. Ja, also wie ist die Besichtigung verlaufen? Der Interessent kam. Dann kam ich dazu, weil ich saß schon im Auto davor, habe ihn gesehen. Dann kam der Makler, ein paar Minuten zu spät so. Und das war eigentlich ganz gut, dass er ein bisschen später war. Dann konnte ich schon mal mit dem Interessenten mich austauschen und den kennenlernen. Und dann sind wir rein ins Objekt, haben alles angeschaut, er hat ein paar Fragen gestellt. Wir haben den Keller angeschaut und alles dementsprechend geklärt, was er für Fragen hatte. Und ja, von der Strategie her, war es einfach so, er hat gefragt, so, ob ich verkaufe, ich habe einen Preis gesagt und er hat Interesse gehabt. Es war jetzt nicht so, dass ich aktiv danach gesucht habe nach einem Käufer, ich wurde aktiv angesprochen eher und dementsprechend habe ich mir dann die Zeit genommen, hier am Sonntag die Besichtigung durchzuführen. Also ich würde mal sagen 50-50. 50-50. Beim Verkaufen ist halt eher so meistens, dass ich die Verantwortung aus der Hand gebe und irgendeinem Makler den kompletten Vertrieb machen lasse und ich zahle dafür halt eine Provision. Das war jetzt heute für mich eine Ausnahmesituation, dass ich mal selber mit dem Käufer Kontakt hatte vom Notar, denn der wollte mich halt kennenlernen. Ja? Und dadurch, dass er mich kennenlernte, wollte, war ich auch so ein bisschen in der Verkäuferrolle, in der ich eigentlich mich nicht so oft sehe, weil ich eigentlich eher mich um Objektakquise kümmere. Um Ankauf, Objektakquise und so Netzwerken, das ist so eher so mein Ding. Und Verkaufen
habe ich in der Vergangenheit immer aus der Hand gegeben, in dem Fall ja auch, aber dann kam eben die Frage des Käufers, dass er mich kennenlernen will, und da bin ich so ein bisschen in die Käufer, in die Verkäuferrolle reingerutscht und musste performen mit meinen Skills. Also ich bin echt gespannt, ob er kauft oder nicht, ich kann es echt schwer einschätzen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Wenn ihr auch schon mal ein Objekt verkauft habt und irgendwelche Stolperfallen, Hürden hattet, dann sagt mir Bescheid oder schreibt in die Kommentare, dass wir daraus lernen können alle. Also ich möchte auch gerne aus Fehlern von euch lernen, genauso könnt ihr aus Fehlern von mir lernen, was zum Beispiel auch ein häufiger Punkt ist, was passiert im Verkauf. Der Käufer holt noch seine Frau hinzu und wenn man es nicht schafft, die auf seine Seite zu holen, dann ist vorbei. Dann, egal wie gut das Objekt ist, kann man ein richtig günstiger Preis nehmen, wenn die halt nicht will, so, dann hat die Frau halt die Hosen an manchmal. Und deswegen muss man halt gucken, wenn die dabei ist, dass man die halt auf seine Seite holt bei der Zweitbesichtigung. Er kam jetzt alleine in dem Fall, also musste ich ihn einfach nur vom Positiven des Objekts überzeugen. Aber es sind halt so Punkte. Ich hatte auch schon mal einen Verkauf, da habe ich auch selbst gemacht damals. Dann ist der Mieter hat dann nicht gepasst dem Käufer. Also eine Kapitalanlageimmobilie vermietet und dann hat der Käufer der Mieter nicht gepasst und hat da kurz vorher den Notartermin abgesagt. Da habe ich noch ein anderes Beispiel, auch Verkäufer einer Immobilie per SMS einen Tag vorher einfach abgesagt und Begründung, gibt es keine Begründung, ja richtig. Und das sind halt immer die Sachen, die nerven halt und die gilt es zu verhindern, denn in der Zeit, wo man quasi davon ausgegangen ist, dass der Notartermin bald ist, hätte man natürlich weitere Interessenten die Wohnung zeigen können und vielleicht auch einen wirklichen Käufer finden, der es halt ernst meint. So, das sind halt, im Verkauf ist immer so eine Sache, wo man halt schon auch ein bisschen Skills braucht. Deswegen bezahle ich sehr gerne einen Makler. Ja? Und wenn ein Makler richtig gut verkauft, bin ich auch bereit, richtig viel Provision zu bezahlen, weil das ist halt ein Mehrwert für mich. Ein großer Mehrwert für mich. Deswegen bin ich echt bereit, Maklerprovision zu bezahlen. Ich mache das auch sehr gerne im Verkauf als auch im Einkauf. Und so läuft's Game. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, haut sie in die Comments. Ja, im Verkauf, wenn man eine Immobilie verkauft, sind auch solche Soft Skills extrem wichtig, dass der Käufer dich mag, so als Verkäufer. Und da muss man halt auf der zwischenmenschlichen Ebene richtig gut agieren. Lass den schön viel reden, lass ihn alles erklären und so, auch wenn du es besser weißt, lass ihn einfach reden. Und wenn er Fragen hat, geh schön auf die Fragen ein. Und was auch noch wichtig ist, habe alle Schlüssel dabei, weil der Kellerschlüssel hat nicht gepasst bei mir. Das ist halt auch so eine Sache. Und die Soft Skills sind aber viel wichtiger, weil das mit dem Keller, das passt dann schon. Wenn die Soft Skills, also den Kellerschlüssel kann ich nächstes Mal zeigen, aber wenn die Soft Skills nicht gepasst haben, kann ich nächstes Mal nicht mehr liefern, weil er trifft sich nicht mehr mit mir. Wenn ihr da ein bisschen euch noch weiterbilden wollt und auch in eure Charaktereigenschaften optimieren wollt, kann ich euch ein Buch empfehlen. Und zwar, das heißt, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Das ist richtig, richtig gut und da sind halt so ein paar Tipps und Tricks drin, wie man sich verhalten muss, damit halt jemand, den man zum ersten Mal begegnet, dass der einen mag. So, ich mache da mal einen Link dazu unter das Video, damit ihr euch das Buch bestellen könnt, weil das ist wirklich ein Must-Read, definitiv. Jetzt wird die Ampel rot, perfekt. Warte, jetzt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es so lief mit der Besichtigung, mit dem Verkauf, ob er wirklich gekauft hat oder nicht. Und bis zum nächsten Video.